Ich grüße dich. Heute hat mich mein Kollege gefragt, was ist eigentlich dein Alleinstellungsmerkmal? Das ist eine gute Frage. Ich habe kurz nachgedacht. Und hast du kein Alleinstellungsmerkmal, ist natürlich sehr schwierig, auch sich am Markt zu positionieren. Und mein Alleinstellungsmerkmal ist eigentlich meine Personality und der ich bin und mein Erfahrungswissen. Und entsprechend möchte ich dir kurz ein bisschen was über mich erzählen, damit du auch weißt, mit wem du es hier zu tun hast. Meine ganze Karriere begann eigentlich in einem kleinen Ort, der heißt Nordheim, ist in Niedersachsen, in der Nähe von Göttingen, da 30.000 Einwohner, dort habe ich mein Abitur gemacht. Und von klein auf war ich eigentlich eher der Typ, der sich viel über Sport identifiziert hat. Das heißt, ich war schon immer sportlich aktiv, fing sehr früh an. Mein Vater hat mich recht früh zum Judo getrieben, da war ich glaube ich in einer Krabbeltruppe mit 5 schon dabei. Habe mich dann für Handball extrem interessiert, habe dann Tischtennis auch gern gespielt und alles, was irgendwie sportlich möglich war, habe ich ausprobiert. Mit 16 habe ich Bodybuilding angefangen und habe mich da auch bis zum Ende eigentlich mal ausprobiert, stand sogar auf der Bühne, habe bei meiner ersten Saison gleich im ersten Wettkampf einen ersten Platz gemacht. Super, habe aber viel erfahren, für mich, über mich selber auch und habe das dann aber nicht weiter verfolgt als mein Karriereweg. Mein Abi lief recht gut, habe einen 1er Abschnitt gehabt und hatte aber das Problem, dass ich vielerlei Interessen hatte, mich eigentlich für Schule gar nicht so interessiert habe und meine Lehrer eigentlich immer eher zur Weißglut gebracht habe, indem ich mich relativ wenig vorbereitet habe und die letzten 3-4 Tage, ich habe ein gutes Kurzzeitgedächtnis, aber ein schlechtes Langzeitgedächtnis, habe damit meine Lehrer immer ordentlich geärgert, habe mir die Sachen kurzfristig reingepresst, sie wiedergegeben und habe sie dann meistens auch extrem gut vergessen. Was heute manchmal dumm ist, dass mein Gehirn sehr effizient funktioniert und vieles vergisst, was ich nicht ständig nutze. Und bin dann darüber, weil ich nicht so richtig wusste, was ich machen sollte, auf die Idee gekommen, Medizin zu studieren. Weil ich aber schon immer Fan vom Testen war, bin ich nicht zur Bundeswehr gegangen, sondern habe dann den Zivildienst quasi genutzt dafür, um so eine Art Trainee in einem Krankenhaus zu machen und wusste eigentlich relativ schnell, dass das überhaupt nichts meins ist. Wurde dann auch mit einer ziemlich für mich harten Welt konfrontiert, weil wenn du 18, 19 bist und eigentlich in einem kleineren Städtchen aufwächst, dann ist eigentlich irgendwie alles positiv und habe eigentlich bin da schnell erwachsen geworden im Zivildienst und habe festgestellt, dass das überhaupt nicht mein Job ist. Und man kommt auch relativ schnell an seine Grenzen, was das Thema Helfen betrifft und fühlt sich dann oft auch sehr hilflos. Hab dann überlegt, was sollst du sonst machen, was kannst du alternativ machen. Habe dann nebenbei auch so ein bisschen mit dem Thema Modeling angefangen und habe meinen Lifestyle weiterentwickelt, hat mein Bodybuilding gut zusammengepasst, wobei ich nicht das große Bodybuilding gemacht habe, sondern eher Figurklasse Bodybuilding, also eher auf körperliche Ästhetik. Und hatte auch relativ viel Erfolg dann mit dem Thema Modeling. Ich war dann auch Mr. Germany und in New York unterwegs, in Mailand unterwegs und bei vielen Autogrammstunden. Und muss sagen, das war eigentlich der coolsten studentischen Nebenjobs, die man sich vorstellen kann. Hab dann, weil ich nicht wusste, was ich machen sollte, mit BWL angefangen, an der Universität in Nürnberg zu studieren. Bin damals mit meiner Freundin dann zusammen nach Nürnberg gezogen, nach dem Zivildienst. Und sie hat damals ihre Ausbildung, ich glaube, zur Kosmetikerin gemacht. Und ich habe BWL studiert und habe dann aber während des Studiums relativ viel ausprobiert. Ich habe auch ganz viele Nebenjobs gemacht. Ich habe Burger gebraten, ich habe Autos gewaschen, ich habe Zeitungen ausgetragen, ich habe auch mal versucht, und ich versuche, das lief recht erfolgreich, unternehmerisch tätig zu werden, indem ich Laptops über elektronische Marktplätze verkauft habe. Ich glaube, ich habe so jeden Nebenjob gemacht, den man sich so vorstellen kann, auch mal als Türsteher gearbeitet, das war auch recht lustig. Habe da auch einen meiner ältesten Freunde dabei kennengelernt, der heute auch noch mein sehr guter Freund ist und ich dankbar bin, dass er mich begleitet. Und das BWL-Studium war nicht so meins, habe auch nicht besonders gute Noten gehabt, habe parallel zum BWL-Studium dann noch Psychologie studiert, weil ich mir immer gedacht habe, das eine ist es, Zahlenverständnis zu haben und ökonomische Konzepte zu verstehen, aber viel wichtiger ist letztendlich, diese Konzepte auch anderen Menschen beizubringen und habe relativ früh für mich dann entschlossen, dass Schule und Hochschule eigentlich gar nicht so mein Ding ist, wie sie funktioniert, sondern ich bin eigentlich eher der Praktiker. Ich liebe Wissen,
was auch einen praktischen Nutzen hat. Und oft hatte ich den Eindruck in der Hochschule, dass vieles so belanglos ist, dass ich mich fragte, warum muss ich das lernen? Und andere Sachen waren so theoretisch und so komplex, dass ich mich gefragt habe, wo soll ich das denn in der Praxis anwenden? Und da war ich eher ein bisschen frustig. Nach meinem Studium habe ich dann angefangen bei einem Start-up. Da bin ich über die Firma Swiss Consult, das war so eine Headhunter-Firma, zu einem Start-up gekommen. Und bin auch super dankbar, dass ich mich für dieses Start-up entschieden hatte. Das hat wirklich mein Leben geprägt, anders kann ich das nicht formulieren. Ich hatte tolle Kollegen, ich hatte einen genialen Mentor, der Hauptgründer dieser Firma, und war dann auch später Geschäftsführer dieser Firma, war Leiter Rechnungswesen und Controlling, habe also ganz, ganz viel zum Deutsch-Thema, über das Thema deutsches Steuerrecht und über Recht gelernt. Und habe dann auch in der Zeit mein Executive MBA gemacht, hatte einen Auslandsaufenthalt, dort auch Auslandsstudium in China, in Beijing. Das ist auch super gelaufen, habe mit 1-0 das Ganze abgeschlossen. Und ja, aber nach 10 Jahren auch wieder gemerkt, ich war beteiligt, ich war Geschäftsführer. Eigentlich war ich schon immer so der Rebell und wollte selber machen. Und habe dann auch mit einem Kollegen zusammen wirklich klassisch auf dem Bierdeckel in einem Biergarten zusammen die Firma Four Quarters geschnitzt, die heute eine der größten Gründungsberatungsgesellschaften Deutschlands ist. Wir haben bisher über 600 Gründungsprojekte betreut. Pro Woche haben wir 2 bis 4 Neugründer und haben auch 2015 dort den Top Consultant Award gewonnen als die beste deutsche Beratungsgesellschaft für den besten, für den deutschen Mittelstand, wo wir alle extrem stolz sind. Aber diese Entwicklung war nicht nur geprägt von eitel Sonnenschein, sondern ich hatte auch massive Rückschläge, vor allem im privaten Bereich. Mein Vater ist sehr früh gestorben, mit 58, und ich habe ihn dann 3 Jahre auch mit betreut und habe ihn jedes Wochenende dann aus Göttingen abgeholt und in die Reha-Klinik nach Würzburg gefahren und von Würzburg wieder zurück nach Göttingen. Das Ganze ging 3 Jahre lang, bis er dann verstorben ist, viel zu früh. Dann ist mein Onkel gleich darauf auch verstorben. Und ich war damals ja auch verheiratet, mit 30 geheiratet, habe mich dann auch noch meine Ehefrau letztendlich verlassen, bin aber selber schuld daran. Ich habe in dem Start-up teilweise 96 Stunden die Woche gearbeitet und habe alles gegeben, weil es war aufregend, es war neu, und ich bin auch total in diesem Job aufgegangen. Habe dann von meinem Vater leider eine echte Bürde mitbekommen. Ich habe enorm viele Verbindlichkeiten geerbt, nicht wie man sich das so vorstellt, jetzt die Millionen auf dem Konto, sondern eher das Gegenteil, und habe dann auch erfahren, was man im Leben so alles falsch machen kann, habe enorm viel gelernt. Mein Vater hat, glaube ich, alles gekauft, was so in der Bank in der Auslage zu kaufen war, hat viele Investitionsprojekte gemacht, hat Ferienimmobilien gekauft, an der Ostsee, am Strand. Nur mal eins zu erwähnen, da war im Bayerischen Wald eine Ferienimmobilie, ich glaube, die hat dafür 175.000 Mark bezahlt, und ich war super glücklich, dann überhaupt einen Käufer gefunden zu haben, der mir 14.000 Euro oder 16.000 Euro noch für die Immobilie gegeben hat. Ne? Also die Kreditbelastungen da drauf musste ich dann sekundär decken, weil letztendlich die Erträge aus dem Verkauf nicht gereicht haben, und in der Zeit habe ich enorm viel gelernt über was man falsch machen kann, wie man Sachen falsch machen kann, was einem alles passieren kann, und habe für mich dort dann auch noch enorme Sicherheitsinstrumente mitnehmen können, sodass ich heute halt ein Investor bin, der eigentlich sehr sicherheitsorientiert ist, der nicht spekulativ ist und dem es wichtig ist, natürlich auch eine gute Rendite zu haben. Und in meiner Zeit oder nach meiner Zeit als Student habe ich auch sehr früh mit dem Thema Investment angefangen. Ich habe, glaube ich, mit 28 oder 29 meine erste Immobilie gekauft und habe auch damals 5 Banken suchen müssen, bis ich eine gefunden habe, die mich überhaupt finanzieren wollte. Als junger Mann, der damals als Controller in einem Start-up gearbeitet hat, das war gar nicht so einfach. Und habe dann aber über die letzten 15 Jahre eine extreme Expertise im Bereich Investment aufgebaut, nicht nur im Bereich
des Immobilieninvestments, sondern auch im Bereich des Unternehmensinvestments, weil ich investiere nicht nur in Immobilien, sondern ich selber als Unternehmer investiere dann gerne auch in andere Unternehmen und andere Startups, habe dann auch meine Immobilienexpertise ausgebaut. Ich bin quasi ein Bausachverständiger, also verbandsgeprüfter Bausachverständiger, weil ich dort auch mehr Wissen haben wollte, um weniger Fehler oder möglichst keine Fehler zu machen, wobei Fehler und Fehlen gehört zum Leben dazu des Unternehmers. Wir lernen ja am besten aus Versuch und Irrtum. Habe dann noch in England promoviert im Bereich Gründung, weil auch hier war es mir wichtig, nochmal meine praktischen Erfahrungen, die ich gesammelt habe, durch die Theorie anzudicken, und habe mir dann die University of Surrey rausgesucht. In England habe ich promoviert und habe dort auch mit Auszeichnung abgeschlossen. Und heute habe ich natürlich als Unternehmer, der auch finanziell unabhängig ist durch Immobilieninvestitionen und durch Unternehmerinvestitionen, so die Möglichkeit, das Leben zu leben, was ich eigentlich möchte. Deswegen habe ich es mir relativ interessant konfiguriert. Auf der einen Seite habe ich in mir so einen Anteil, der gerne auch als Lehrer tätig ist. Liegt sicherlich daran, dass meine beiden Eltern Lehrer waren. Da gibt es ja den schönen Spruch, Lehrers Kinder, Pastors Vieh, gedeihen selten oder nie. Also ich habe Glück gehabt, auch statistisch gesehen hätte ich eigentlich überhaupt nie Unternehmer werden können, weil meine beiden Eltern Beamte waren, aber habe mich da relativ gut durchgebissen und arbeite heute an der Hochschule als Professor oder als Gastdozent, wie man es so schön nennt, ein bisschen, arbeite als Immobilieninvestor, arbeite als Unternehmensinvestor. Und wenn mir es die Zeit noch zulässt, arbeite ich gerne auch als Mentor und versuche das Wissen, was ich selber für mich generiert habe, auch andere weiterzugeben. Und das ist, glaube ich, das so, was über mich zu sagen gibt. Ich liebe Pünktlichkeit, ich liebe Zuverlässigkeit. Und meine Kumpels würden wahrscheinlich sagen, hey, den kannst du immer anrufen, auch nachts um drei. Der kommt dann und steht für dich da, egal wo du bist. Und das sind auch die Werte, die ich verkörpere. Und ganz wichtig im Leben ist, für mich, dass man anderen Leuten eigentlich nur was mitgeben kann, wenn man es vorher vorgelebt hat. Das heißt, alles Wissen, was ich dir weitergebe, ist Wissen, was ich selber erfahren habe, manchmal in der Theorie angelesen, dann in der Praxis probiert und getestet, und wenn als gut befunden, gebe ich es gerne weiter. Und aber auch viel Wissen, was ich selber in der Praxis erfahren habe. Und ganz neu für mich als auch interessanten Weg, weil auch in meinem Alter, auch wenn man einiges schon in seinem Leben gemacht hat, sucht man ja immer nach neuen Herausforderungen. Habe ich unheimlich Spaß auch dran, Bücher zu schreiben. Und zwar keine epischen Romane, sondern meine Bestrebung ist es, kompaktes Wissen auf den Punkt gebracht, so smart, so kurz, so knapp wie nur möglich zu formulieren und weiterzugeben, damit andere davon lernen können. Also da hingegen Nutzen zu stiften. Und das, das liegt wahrscheinlich an meinen Eltern, die beiden leidenschaftliche Lehrer waren, sind einfach Sachen, die mir Freude machen. Das ist so das, was ich über mich erzählen kann. Und das sind eigentlich auch die Werte, die mich ausmachen. Ganz wichtig ist es mir auch, genau die gleichen Maßstäbe, die ich natürlich an mich setze, setze ich auch an mein Mentoring, setze ich auch an meine Mentees. Es muss so sein, dass auch meine Kunden Erfolg haben. Das ist mir persönlich ganz, ganz wichtig. Deswegen biete ich meistens auch nachhaltige Mentoring-Konzepte an. Das heißt, wenn ich Mentoring anbiete und es wird dann konkret beim Kunden, dann bin ich meistens auch oder oft auch mit dabei und die rufen mich nochmal an und integrieren mich quasi ihre Konzepte. Und das ist mir auch wichtig, weil als jemand, der selber erfahren hat, dass das Leben nicht immer lustig ist, aber der sich immer durchgekämpft hat, ist es mir natürlich auch ein Anliegen, dass meine Mentees erfolgreich sind. Denn letztendlich spricht deren Erfolg oder auch für meinen eigenen Erfolg. Ja. Ich hoffe, ihr fandet es ein bisschen interessant, so zu hören, was ich bisher gemacht habe, wieso mein Entwicklungsweg ist oder war. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht bei der einen oder anderen Veranstaltung selber mal persönlich treffen. Beste Grüße aus Nürnberg, euer Florian.